Hier schauen wir uns mal eine Scripting-Aufgabe an, die etwas abseits von der Softwareverteilung liegt. Wir haben hier eine Textdatei, die wir analysieren möchten. Im Moment ist es eine Binärdatei, die eine Liste von Wörtern enthält, die jeweils gefolgt ist mit einem ASCII-Zeichen 0 und dann zwei Ziffern, die uns nicht interessieren. Wir wollen nur die Wörter in einer Liste. Und zwar schön untereinander. Also was wir wollen, ich habe es schon mal vorbereitet, ist so etwas. Aber haben tun wir so etwas. Und das wollen wir mit einem Smart Package Robot Skript machen. Und ich will mal hier die grundsätzliche Vorgehensweise ein bisschen aufzeigen. Denn das sind so Dateiaufgaben, die immer mal in der Praxis vorkommen. Wir starten hier zunächst mit zwei Variablen, die jeweils den Quellpfad und den Zielpfad enthalten. Also hier haben wir den Quellpfad der Textdatei. Das hier ist der Pfad, wo wir dann später die Liste reinspeichern wollen, die fertige. Der erste Schritt ist, wir lesen einfach mal die ganze Quelldatei in eine Textdatei. Eine andere Möglichkeit wäre gewesen, wenn es eine zeilenweise Datei ist, die zeilenweise einzulesen. Aber in dem Fall ist es das Einfachste, wir lesen einfach die ganze Textdatei in eine Variable und bestimmen hier mit dem len-Befehl die Länge der Variable, das heißt, die Datei ist etwa 16 Kilobyte. Dieser Wert wird dann hier in $len stehen, also 16.583 zum Beispiel. Da wir hier Byte für Byte durch die Datei durchgehen wollen, haben wir hier einen Zähler, der sagt, wir fangen bei Byte 1 an. In der Praxis sieht es dann so aus, wir starten irgendwo in der Datei, ermitteln den ASCII-Wert dieses Zeichens und entscheiden, ist es eine 0 oder ist es keine 0. Wenn es eine 0 ist, überspringen wir die nächsten zwei Zeichen. Ist es keine 0, so wie hier bei dem P, das da blinkt, notieren wir das Zeichen und gehen zum nächsten. Notieren, 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 0, also 2 überspringen, prüfen, notieren, 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 2 überspringen und so weiter. So, hier sehen wir ein Label. Da wir in einer Schleife laufen, machen wir hier einfach ein Label, wo wir später wieder hinspringen. Hier haben wir die Anweisung JIV, Jump If Variable. Das hier ist die Variable Count, das ist also hier unser Zähler, der zunächst 1 ist. Und wir prüfen, ob unser Zähler größer ist als $len. Das ist die Länge der eingelesenen Textdatei. Die ist also 16.000. Wir prüfen also, ist unser momentaner Zähler schon größer als die Länge der Datei, also als die 16.000. Wenn das der Fall ist, springen wir ans Ende von dem Skript. Das ist also unsere Aussprungbedingung. Wenn diese Bedingung erfüllt ist, sind wir fertig mit dem Job und wir springen hier raus aus der Schleife und speichern dann hier mit Copy to File in den Zieldateinamen $fix, das ist hier der Zieldateinamen, unsere $tat, das ist das, was wir als Resultat hier haben werden in dieser Variable. So, das ist die grundsätzliche Struktur. Jetzt fangen wir an mit der Analyse der eingelesenen Datei. Wir sagen, ich will von der momentanen Counterposition, die ist hier noch 1, bis zur momentanen Counterposition, also genau ein Zeichen, aus der Variable $text, das ist die Datei, die wir eingelesen haben, also das ist diese Datei hier, die Binärdatei, gespeichert haben in $chr. Was wir hier also machen ist, wir holen einen Teilstring, in diesem Fall nur ein einziges Zeichen, aus $text und zwar von der Position $count bis $count und hier drinne haben wir dieses Zeichen. Dieser Befehl heißt getSplitString, also hole einen Teilstring. Jetzt ermitteln wir den ASCII-Wert von diesem Teilstring. Das macht der ASCII-Befehl. Wir nehmen also unser eines Zeichen in $chr und sagen, mach mir den ASCII-Wert hier in die Variable $num rein. Das heißt, wenn es eine 0 ist, ist num $num 0. Ist es eine andere Zahl, haben wir hier
genau diesen ASCII-Wert, der jetzt hier in Hexadezimal steht. Hier kommt jetzt sehr praktisch der Befehl jump not 0, also springe, wenn nicht 0. Das heißt, wenn wir keine 0 haben, springen wir zu diesem Label, das da Label over heißt. Das ist auch hier unten. Wenn es eine 0 ist, haben wir gesagt, wollen wir hier 2 Byte überspringen. Hier ist die 0, die nächsten 2 sind uninteressant, weil da sind keine Buchstaben. Also, hier geht es weiter. Das machen wir hier. Wenn es eine 0 ist, kommen wir ja hier hin, weil wir bei 0 hier drüber springen. Bei 0 sind wir also in der Zeile und jetzt inkrementieren wir einfach unseren Counter. Das ist der hier um 3. Das sieht dann so aus. Hier ist die 0. Wir stellen fest, das ist eine 0. 1, 2, 3. Und dann sind wir hier auf dem nächsten Buchstaben. So, und was wir jetzt hier noch tun ist, wir sagen, unsere Ausgangsvariable erhält im Fall der 0 ihren Wert und hinten dran noch einen Zeilenvorschub. Das ist hier dieses $CRLF. Das ist ein Zeilenvorschub. Wir hängen also nach jedem Wort einen Zeilenvorschub an, vergessen aber, also tun uns nicht merken, die 0 oder die 2 Zeichen, die hier kommen. Die werden einfach übersprungen. Danach springen wir wieder hier nach Loop hoch und machen weiter. Wenn es keine 0 war, sind wir ja hier zu dem Label Over gesprungen. Und hier machen wir jetzt das andere. Wir merken uns das Zeichen. Wir sagen, unser $$tat, das ist die Ausgabevariable, hat ihren Wert, also $$tat. Dazu kommt aber noch $CHR. Das ist unser Teilstring, den wir hier oben geholt haben, also das Zeichen, das wir gerade untersucht haben. Außerdem erhöhen wir dann den Zähler nur um 1. Das ist diese Situation hier. Wir sind hier, wir haben den Buchstaben R, der hat den ASCII-Wert 52 in dem Fall. Das ist keine 0, also merken wir uns den Buchstaben. Notieren, notieren, notieren. Das passiert hier in dieser Zeile. $CHR wird angehängt. Außerdem erhöhen wir den Wert von unserem Zähler, wo wir hier sind, im Text in dieser Bytekette um 1. Und hier springen wir dann einfach wieder hoch in unsere Schleife. Dadurch wird dann hier das nächste Zeichen analysiert. Und das war es eigentlich auch schon, das ganze Programm. Jetzt lassen wir es einfach mal laufen. Wir können es mal im Einzelschrittmodus laufen lassen. Hier wird die Datei eingelesen, die Länge bestimmt. So, jetzt analysieren wir schon das erste Zeichen. Das war eine 0. Nein, das war keine 0, das war also ein Buchstabe. Also gehen wir hier zu Over, notieren uns das Zeichen, erhöhen den Zähler, springen wieder hoch zu Loop. Das nächste Zeichen wird analysiert. Und jetzt lasse ich es ein bisschen schneller laufen. Und jetzt arbeitet der Smart Package Robot dieses Skript ab. Allerdings ist es so, obwohl wir hier sehen, dass der SPR ziemlich schnell arbeitet, ich kann ihn ein bisschen verlangsamen, wenn ich hier an dem Balken ziehe. So, obwohl der SPR ziemlich schnell arbeitet, wird es vom Editor aus eine bestimmte Zeit dauern. Ich stoppe das daher und starte ihn jetzt hier direkt, das Skript mit Run. Und das ist jetzt kein Schnitt, das ist die Originalzeit. Hier sind wir auch schon fertig. Das heißt, hier haben wir unsere Messagebox ready. Und da ist jetzt auch unsere Textdatei. Die hat jetzt nur 14 Kilobyte, die er hier mit diesem Skript erzeugt hat. Und damit sind wir auch schon am Ende von unserem kleinen Video.